In der Lindenschule in Hoyerswerda hat am Dienstag die Aktion Kindersprintstation gemacht und forderte Schüler in einem kniffligen Parcours heraus. Rund 15 Mädchen und Jungen konnten zeigen, wie schnell sie um die Kegel rennen. Die Lichtschranke kannte kein Pardon und so zeigte sich rasch, wer die besten Parcoursläufer sind. Alle Gewinner, auch aus anderen Grundschulen in Hoyerswerda und Umgebung, treffen sich nun zum Finale am 16. Mai im Lausitz-Center. Hintergrund der Aktion ist aufzuzeigen, wie viel Spaß Sport macht.